Hier ist Arnold und heute finden wir heraus, wer stärker ist, Arnold oder ein RPG. Nun, das RPG hat sich als stärker erwiesen. Danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Warte mal, Moment mal. Wow, Arnold, herzlichen Glückwunsch. Du bist gestorben und in den Himmel gekommen. Stell dich in die Schlange an und warte darauf, dass Petrus dich hineinlässt. Wow, wie cool ist das denn? Hey, schau mal, ist das John Lennon? Nee, warte mal, das ist Jesus. Hier gibt's ja sogar eine Wand mit Bildern von Gott, die von großen historischen Künstlern gemalt wurden. In der Antike glaubten die Menschen, dass Gott furchterregend und blutrünstig ist. Die Azteken zum Beispiel opferten ihrem Gott Huitzilopochtli ständig Menschen, damit es regnet. Die alten griechischen Götter verkörperten menschliche Eigenschaften oder Naturphänomene. Leider, Arnie, bekommst du im christlichen Paradies im Gegensatz zum muslimischen nicht 72 Jungfrauen. Aber hey, schau mal, genau da, das ist John Lennon! Oder ist das wieder Jesus? Und hier ist er, hat viele Namen. Der Schöpfer, Jehova, Adonai, Yahweh, Gott. Er schläft. Du solltest dich besser nicht an seinen Sachen zu schaffen machen, Arnie. Arnie, was hast du denn vor? Mensch, du kannst doch da nicht reingehen. Das ist die Schaltzentrale für die ganze Welt. Fass bloß nichts an, Arnie. Oh, das ist nicht gut. In den letzten Jahrhunderten hat der religiöse Glaube auf der Welt abgenommen. Und Gott, das beliebteste Wesen der Welt, hat eine Menge Hasser. Wag's ja nicht, Gott zu spielen, Arnold. Der Mensch ist einfach zu gierig für diese Rolle. Es gibt noch viele andere Beispiele aus der Geschichte, die alle ziemlich übel endeten. Arnold, höre auf! Das ist kein Scherz, Kumpel. Arnold! Na toll, alles aus dem Ruder gelaufen. Fanatischer Glaube hat schon immer zu Kriegen geführt. Und nun hat ein nuklearer Kreuzzug begonnen. Arnold, höre auf, bevor es zu spät ist! Hörst du mir überhaupt zu? Puh, gerade noch rechtzeitig. Arnold, etwas Unerwartetes ist passiert. Erinnerst du dich an den Film The Devil's Double? Der, bei dem ein reicher Junge eine andere Person gewaltsam zu seinem Doppelgänger macht und dann den Klon anstelle von sich selbst zu gefährlichen Besprechungen und ähnlichen Dingen schickt? Ja, na, wir brauchen dich jetzt, um einem meiner Bekannten zu helfen. Du musst Kim Jong-un für einen Tag ersetzen. Kannst du dir vorstellen, ein Land mit 25 Millionen Einwohnern zu regieren, das dir, ja, nur dir gehorcht und dich verehrt? Um ehrlich zu sein, hast du in dieser Angelegenheit einfach keine Wahl. Viele Dinge, die die meisten Leute hier als normal ansehen, sind nur dir dort erlaubt. Zum Beispiel Kleidung von den besten europäischen Designern tragen oder Nutella essen. Während du wichtige Staatsangelegenheiten erledigst, wird dein riesiges Haus von einem Zug bewaffneter Soldaten, einem Elektrozaun und einem Minenfeld bewacht. Sogar eine Atomexplosion wird durch die Wände, die mit Bleistangen bedeckt sind, abgewehrt. Jetzt mach dich bereit, denn wir machen einen Ausflug. Kim Jong-un hat einen Termin mit Donald Trump. Kim meinte, dass er dies nicht ein zweites Mal überleben würde und es sieht alles ziemlich verdächtig aus. Also gehst du stattdessen. Dein persönlicher Panzerzug startet seine Reise direkt von diesem Haus aus. Aufgrund des enormen Gewichts der Waggons, die mit Panzerplatten ummantelt sind, überschreitet die Geschwindigkeit nicht einmal 60 km/h. Wie du siehst, verlief die Ernte in diesem Jahr recht erfolglos und 10 Millionen Menschen könnten an Hunger sterben. Sicher, aber noch 15 Millionen werden übrig bleiben. Leute, es ist besser, wenn ihr etwa 20 Minuten nicht reinkommt. Okay, gut, wenn das für die Sicherheit des Staates ist. Nur der Präsident kann die mobile Toilette benutzen. Alle Urin- und Stuhlproben werden gesammelt, um deine Gesundheit zu überwachen und sicherzustellen, dass kein Spion von einer Krankheit erfährt. Das beste Zimmer in der ganzen Stadt wurde nur für dich gemietet. Und nach der Abreise wird niemand glauben, dass der Präsident hier gewesen ist. Der Sicherheitsdienst hinterlässt keine Fingerabdrücke oder Haare vom Führer. Alle warten schon auf dich. Sag nichts, lächel und winke mit deiner Hand. Ich wusste nur, dass der US-Präsident keine Einladungen über WhatsApp verschickt.
Wartest du denn auf deine Freunde? Oh, meine Freunde verhalten sich nicht so. Arnold, was hast du denn dieses Mal angestellt? Oh, nicht du, sondern deine gefährliche Tante. Nachdem sie das letzte Mal frei herumgelaufen ist, hat sie ihre alten, ruchlosen Gewohnheiten wieder angenommen. Und jetzt nimmt dich das FBI für 24 Stunden fest. Denn, nun ja, du kennst sie am besten. Es gibt ungefähr 15.000 Agenten, die für das FBI arbeiten, mit 56 regionalen Büros. Ihre Hauptausbildungsstätte befindet sich in Quantico, Virginia. Mehr als 100 Spezialagenten sind zu jeder Zeit in der Einrichtung bereit, neue Agenten zu trainieren. Sie werden auch unseren Arnold unterrichten. Ein FBI-Agent muss auf alles vorbereitet sein, aber nicht auf das hier. Wie kann das überhaupt nützlich sein, Arnold? FBI-Agenten erhielten das Recht, Waffen zu tragen 1934, ganze 26 Jahre nach ihrer Gründung. Heutzutage ist das Schießtraining absolut notwendig und einer der wichtigsten Kurse. Und Arnold scheint das sehr gut zu machen. Nachdem er seine Fähigkeiten in allen Stufen der Ausbildung unter Beweis gestellt hat, wird unser Arnold für 24 Stunden ein FBI-Agent. Keine schlechte Partie, Arnie. Vielleicht versucht sich unser Arnold in der Cyberabteilung, die 2002 gegründet wurde. Dort haben sie die Art von Spitzentechnologie, die Arnold bei seiner Suche helfen wird. Hast du eigentlich schon gefunden, wonach du suchst, Arnold? Oh, komm schon, reiß dich zusammen, Arnold! Ich wusste, ich hätte nicht so viel erwarten sollen. Schließlich kommt dein Bauch immer zuerst. Dank eines Hinweises, der natürlich nicht von Arnold kam, konnte das FBI herausfinden, wo der Komplize seiner Tante wohnt. Der berüchtigte Biker, bekannt als Buffalo Joe. Und nun wird eine spezielle Operation durchgeführt. Hier ist unser Verdächtiger. Alle machen sich bereit. Och, komm schon, Arnold. Mit dir ist immer irgendetwas. Arnold, komm schon. Deine Kollegen brauchen Hilfe. Wie willst du ihn denn so aufhalten? Was? Das kann nicht sein. Irgendwie tut dir deine Idiotie gut. Hier ist deine Chance, einen Gefangenen zu verhören. Nun, Arnold, um Antworten zu bekommen, musst du Fragen stellen. Und man sagt, Schweigen ist Gold. Oh, du hast eine Idee, ja? Willst du ihm eine Lektion über gutes Benehmen erteilen? Oh Gott, was für ein verräterischer Schachzug! Arnold, ich erkenne dich nicht wieder! Ich habe nicht erwartet, dass du diesen Berg von Muskeln brechen kannst, als wäre er ein kleiner Junge. Nun, Arnold, du bist verdammt nah dran, deine Tante zu fangen. Hey, wie wäre es, wenn wir mit der Suche nach deiner Tante weitermachen? Lass uns einen Blick in die FBI-Archive werfen. Über 5000 einzelne Haarsträhnen werden hier als Beweismittel aufbewahrt. Es gibt sogar Fallakten von Charlie Chaplin und John Lennon. Wir müssen den Fall deiner Tante finden, damit wir einen Durchsuchungsbefehl bekommen. Jetzt werden wir deine Tante abhören, genau wie bei Pablo Escobar. Und nach neuesten Informationen hat sie sich gerade eine Pizza bestellt. Arnold, das ist deine Chance. Du kannst undercover gehen. Zu deiner Sicherheit trägst du ein verstecktes Mikrofon und deine Aufgabe ist es, heimlich eine Wanze in ihrem Büro anzubringen. Die Zeit ist reif. Auf geht's, Arnold. Jetzt hängt alles von dir ab. Es ist wirklich wichtig, dass du versuchst, dich so natürlich wie möglich zu verhalten. Eieiei, was für eine Türklingel. Arnie, geh schon mal in ihr Haus. Das ist deine Chance. Geh! Los! Komm schon, Arnold, das ist deine Mission. Geh und platziere die Wanze in ihrem Büro. Toll. Jetzt schleiche langsam und vorsichtig näher. Nein, wir scheinen ein kleines Problem zu haben, Arnold. Schnell, lass dir was einfallen. Oh nein. Arnold, verschwinde, lauf weg, bevor es zu spät ist. Sie ist ein bisschen gefährlicher, als ich dachte. Arnie, halt dich fest, irgendjemand wird dich bestimmt retten. Das Spiel ist aus, Kumpel. Jetzt wird sie dich, ohne mit der Wimper zu zucken, umbringen. Bist du gekommen, um dich zu entschuldigen, Arnold? Das ist ja so süß von dir, Mr. Nice Guy. Aber deine Tante hat andere Vorstellungen. Haha, weißt du, das ist irgendwie ironisch. Arnold, sei nicht so ein Idiot.
Du hast einen Milliardärspräsidenten direkt vor dir. Du kannst ihn doch um alles bitten. Und? Worum hast du ihn gebeten? Es ist eine Schande, dass diesmal Trump dich verspottet und nicht ich. Denn jetzt wirst du ihn für einen ganzen Tag ersetzen. Warum das alles nur ein Scherz ist? Schau dir nur an, was er isst. Chips, Burger, Bäche aus Cola. Du wirst vor dem Ende des Tages den Löffel abgeben. Nachdem du Egg McMuffin und Cola zum Frühstück gegessen hast, wirst du dich mit dem Sicherheitsdienst treffen, einige Dokumente unterschreiben und zum Teufel, lass uns ein bisschen Spaß haben. Du wartest jetzt auf die Präsidentenautokolonne. Dies sind 12 identische, kugelsichere Autos, die der Explosion einer Bombe standhalten können. Es ist Mittagszeit und eine große Pizza wartet auf dich. Mit viel Ketchup und Milchshakes. Das ist irgendwie langweilig. Vielleicht sollten wir den Ausnahmezustand erklären? Oder wir könnten Kim Jong-un ärgern? Vielleicht sollten wir ein Gesetz erlassen, wie jeder amerikanische Bürger muss Hier ist Arnold abonnieren. Trautes Heim, Glück allein. Zum Abendessen haben wir Hähnchenschenkel von KFC und mehr Cola. Etwas sagt mir, dass Trump so nur für sein Image ist, aber in Wirklichkeit... Oh, deshalb bekommt er ein Jahresgehalt von nur $1. Du hast um sein Gehalt als Belohnung gebeten? Du bist so ein Trottel! Also, du hast $1. Aber du musst Steuern für die gesamten $400.000 zahlen, was Trumps ursprüngliches Gehalt ist, obwohl er das an Bundesbehörden weitergibt. Also Arnold, welche Niere willst du verkaufen? Ich wusste ja gar nicht, dass du dich für Fußball interessierst. Du überraschst mich immer wieder. Die Freude war wohl nur von kurzer Dauer. Sei vorsichtig. Oder magst du etwa tote Pixel auf deinem Fernsehbildschirm? Was zum Teufel hast du vor? Das gibt's doch nicht. Was für eine Überraschung. Das ist ein Quantensprung. Anscheinend hängt das Ergebnis eines sehr wichtigen Spiels von dir ab. Und du bist jetzt ein Fußballstar. Ronaldo! Nein, das ist ein häufiger Fehler. Das ist Ronaldo, ein brasilianischer Spieler. Und du bist der Besitzer der 5 goldenen Bälle. Cristiano Ronaldo, der portugiesische Spieler. Es ist Zeit für einen Strike! Tja, was habe ich bei deiner körperlichen Form erwartet? Jetzt solltest du wahrscheinlich vor all den wütenden Fans weglaufen. Zum Glück kannst du dich vor den Millionen wütender Fans in deinem riesigen Haus verstecken, das du über eine Privatstraße erreichen kannst. Arnaldo, du bist im Haus der bediensteten Dumpfbacke. Deine prächtige Villa ist weiter oben an der Straße. So ein riesiges Haus muss Diener haben. Außerdem gibt es ein Fitnessstudio, ein Swimmingpool, einen Billardraum, ein Spa und 2 geheime Eingänge, die garantieren, dass dich kein Journalist jemals sehen wird. Arnaldo, wo bist du denn? Oh, ich weiß. Kannst du dir vorstellen, dass Ronaldos Körper nur 7% Körperfett hat? Obwohl er 35 Jahre alt ist, hat er nach seinen biologischen Messwerten die Gesundheit und den Körper eines 23-Jährigen. Cristiano nimmt etwa 3000 Kalorien pro Tag zu sich, die er in 6 kleinere Mahlzeiten aufteilt. Ich weiß, dass du das auch machst, aber du bewegst dich nicht, überhaupt nicht. Hast du wirklich geglaubt, dass alles so einfach sein würde? Cristiano hat das beliebteste Instagram-Profil der Welt mit fast 250 Millionen Abonnenten. Das sind etwa 34% der europäischen Bevölkerung und 76% der Bevölkerung der USA. Und da sie dich in der realen Welt nicht erreichen können, werden sie dich über das Internet erreichen. Außer als wäre es an der Zeit, aus deinem eigenen Haus zu fliehen, du Trottel. Ja, das ist deine Garage. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron und Veyron und ein Ferrari 599 im Wert von $7 Millionen. Rutsch nicht auf deinem Speichel aus. Ich schätze, er kann dir helfen, an Bord deiner luxuriösen 6 Millionen Dollar teuren und 27 Meter langen Yacht zu gelangen. Tja, sieht so aus, als hättest du wieder einmal einen Weg gefunden, der Kugel auszuweichen. Arnold, pass auf! Die Situation sieht nicht gut aus, Arnold. Sieht so aus, als hättest du wieder Glück gehabt, Kumpel.
Oh, warte. Bei dir sollte ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Arnold, schau, das bist du, aber aus der Zukunft. Warte, er braucht nicht deine Klamotten, er braucht Hilfe. Deshalb gehst du jetzt in das Jahr 2050. Oh je, das ist nicht die strahlende Zukunft, an die die Menschen denken. In der Tat leidet die Erde im Jahr 2050 unter der globalen Erwärmung. Die Bevölkerung des Planeten ist auf über 10 Milliarden Menschen angewachsen. Diese Überbevölkerung hat zu einer Verknappung des Süßwassers geführt. Kannst du dir das vorstellen? Der Planet steht am Rande der Zerstörung und sie streiten sich um Pepsi. Okay, zurück zu unserer Mission. Im Jahr 2050 hat jeder kybernetische Implantate. Und da feindliche Drohnen Implantate auf einer Entfernung von 10 Kilometern aufspüren können, bist du, Arnold, die unentdeckbarste und unverwundbarste Person im Jahr 2050. Du bist derjenige, der helfen wird, den Verlauf des Krieges zu verändern. Soldaten, versammelt euch! Und so, Arnold, Feind wurde im Norden gesichtet. Doch der Weg ist durch elektromagnetische Geschütze versperrt. Anstelle von Geschossen feuern sie elektrische Impulse ab. Und die Impulsgeschwindigkeit übersteigt 7000 Kilometer pro Stunde. Wir müssen einen Unterschlupf finden. Schnell, geh runter in die Unterführung. Du bist den Kanonen entkommen, Arnold. Aber es gibt jetzt andere Probleme. Scanner-Drohnen. Und mach dir keine Sorgen, Arnold. Denke daran, diese Drohnen werden dich nicht einmal bemerken. Du musst nur an ihnen vorbeieilen und den Strom abschalten. Gut gemacht, Arnold. Die Zukunft war sicher nicht bereit für Leute wie dich. Mach weiter, Kumpel. Du bist fast am Ziel. Es ist Zeit, an die Oberfläche zu kommen. Arnold, hier gibt es viele Feinde. Steig in das Exoskelett. Damit kannst du ein Supersoldat werden und lange Strecken zurücklegen, ohne zu ermüden. Und jede körperliche Aktivität wird 20 Mal leichter als vorher. Du bist jetzt unschlagbar, Arnold. Jetzt musst du nur noch die Steuerung beherrschen. Arnold, nee. Oh Mensch, jetzt hast du dich gerade selbst in der Zukunft getötet. Okay. Nun, keine Zeit zum Trauern, deine Feinde werden kommen. Du hast einen Flammenwerfer, benutze ihn! Oh ja, hätte ja niemand gedacht, dass dies eines Tages in Hollywood passieren würde. Arnold, pass auf, eine Rakete! Arnold, Arnold! Geht es dir gut? Arnold, du warst schwer verletzt, also haben dir die Ärzte ein paar Upgrades verpasst. Fast so gut wie neu. Aber es gibt ein Problem. Jetzt brauchen wir einen Soldaten ohne Implantate und du musst in der Zeit zurückreisen und ihn finden. Und hier ist dein Freiwilliger. Bringe ihn in das Portal. Tut mir leid, Arnold, ich bin kein großer Fan von solchen blutigen Szenarien. Also, ran an die interessanten Informationen. Lass uns Arnolds neuen Freunden einen guten Appetit wünschen. Jetzt sollten wir sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Also, Werwölfe werden Lankotropen genannt. Diesen Namen haben sie aus dem antiken Griechenland. Der Autor des Begriffs ist Herodot, ein Historiker von vor 2500 Jahren, der bei der Beschreibung von Skythien Menschen erwähnte, die sich sofort in Wölfe verwandeln konnten. Was Vampire angeht, so wurde das Wort Vampir erstmals 1734 im Oxford English Dictionary erwähnt. Arnold, du bist am Leben. Ich bin so glücklich. Aber warte, was ist denn das an deinem Hals? Nee, das soll wohl ein Scherz sein. Du bist tatsächlich der erste Mensch, der gleichzeitig von einem Vampir und einem Werwolf gebissen wurde. Ich frage mich schon, wie du wohl aussehen wirst. Während du versuchst herauszufinden, wie das funktionieren soll, erzähle ich dir eine interessante Tatsache. 1999 schlossen 907 verrückte Amerikaner eine Versicherung für den Fall ab, dass sie sich bei Vollmond plötzlich in Werwölfe verwandeln. Arnold, wenn du so aussiehst, dann wirst du ein bisschen schnell entdeckt. Du musst eine weniger auffällige Form wählen. Außerdem galten Rothaarige im Mittelalter als Vampire. Frankie hat dich bereits zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Das ist ja süß. Er ist auch aus einem riesigen Haufen zufälligen Mist zusammengesetzt. Genau wie du. Jeder weiß doch von der alten Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem einzigen Körper sehen würde. Oh, jetzt bekommst du also Hunger? Und du brauchst Essen für zwei. Na dann los, such dir deine Opfer.
Das perfekte Opfer. Guten Appetit, Arnie. Warte, Arnold, wo bist du? Was hast denn du erwartet? Du kannst dich dem Ruf der Wildnis nicht widersetzen. Vergiss bloß nicht, hinter deinem Mund aufzuräumen. Du bist ja ein richtiger Blutsauger. Wenn du so weitermachst, Arnold, solltest du darüber nachdenken, Veganer zu werden. Oh, ich habe vergessen, dich zu warnen. Eine doppelte Kreatur wird doppelt gejagt. Ihr müsst eure Differenzen beilegen, denn ihr habt jetzt gemeinsame Feinde. Beten wird dir nicht helfen, Kumpel. Und natürlich ist Knoblauch jetzt tödlich für dich, du Trottel. Du bist nicht das erste Opfer der Jagd. Im 16. Jahrhundert erließ das französische Parlament ein Gesetz zur Ausrottung aller Gestaltswandler. Infolgedessen wurden zwischen 1520 und 1630 in Frankreich mehr als 30.000 Menschen getötet, die man für Werwölfe hielt. Ach, du Glückspilz, Arnold. Die Jungs von Greenpeace sind auf der Suche nach dir. Yeah, yeah, yeah. Frohes neues Zuhause, Kumpel. Du bist hier für eine lange Zeit. Oh, und übrigens, meide direktes Sonnenlicht. Ketchup eingeschlafen? Ein Menstruationszyklus? Warte, warum zum Teufel hast du eine Periode? Arnold, es sieht so aus, als wärst du intersexuell. 2% der Menschen auf der Welt stellen während der Pubertät Veränderungen an ihren Genitalien fest. Dabei verwandelt sich ihr Billardstock in eine Tasche. Und umgekehrt, wenn du so willst. Jetzt verstehe ich, warum dieses Fotoalbum all die Jahre vor dir versteckt lag. Welches Geschlecht hat also unser Arnold? Das Geschlecht wird auf 3 Arten bestimmt. Die erste ist das Vorherrschen bestimmter Hormone im Körper. Östrogen bei Mädchen und Testosteron bei Jungs. Der zweite Weg ist genetisch. Wenn du ein Junge bist, hast du XY-Chromosomen. Wenn du ein Mädchen bist, XX. Und die dritte Art ist das Geschlecht. Das ist, wie du dich fühlst und was die Gesellschaft dir auferlegt. Das Geschlecht ist nicht angeboren, sondern eine Definition, die man im Laufe des Lebens erwirbt. Oh, jetzt wirst du deine Garderobe aktualisieren? Dein innerer Zustand ist derselbe wie dein äußerer, aber dein schrecklicher Sinn für Stil bleibt bestehen. Dein Leben wird sich drastisch verändern. Du kannst ein Mann sein, der in der Lage ist, schwanger zu werden. So wie es zum Beispiel ein Ehepaar aus Oregon gemacht hat, Tristan und Biff. Übrigens, der erste Mann, der schwanger wurde, kam auch aus Oregon. Oregon? Hallo, was ist denn mit dir los? Oh, Susi schenkt dir Aufmerksamkeit. Arnold, du hast aber auch ein Glück, aber vergiss nicht, dass du schon wie ein Mädchen aussiehst und dich trotzdem wie ein typischer Kerl benimmst. Toll, dein Traum ist endlich wahr geworden, du und Susi endlich zusammen. Hoppla, wir haben ein paar Gäste hier und es sieht so aus, als ob einer der Jungs auf dich steht. Arnold? Falscher Alarm. Die Jungs sind nicht weiter gefährlich für dich. Aber Susi schaut dich etwas misstrauisch an. Ist sie... Es ist egal, wie du aussiehst. Die Hauptsache ist, was du innerlich fühlst. Was für eine riesige Schlange. Sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich! Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie wirst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen.
Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Oh, okay. Ich werde dich in Ruhe lassen. Oh, Arnold, du bist gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Die Sonne stirbt und verwandelt sich in eine Supernova. Und du hast den besten Platz, um den Tod unseres Sonnensystems zu sehen. Verabschiede dich von unserem Planeten Erde. Ich schätze, der Burrito war ein Fehler. Ich bin im Weltraum. Ich bin im Weltraum. Ich bin im Weltraum.